Na gut, ich will mich ja nicht beschweren, aber es war einfach um einiges einfacher. Fötin límdust við mig þar sem ég hljóp upp á óvinni mínum og gróf exi mín á bólakaf í hvern þann sem dyrðist að storka mér. Í gegnum stormin sá ég föður minn og dökkan skugga á bakvið hann. Ég hrópaði varnarorð á honum en allt kom fyrir ekki. Faðir minn var myrtur. Ofsa reiði heltók mig þegar ég sá bróður minn standa yfir föður okkar. Harma kvein mín skáru loftið þegar ég áttaði mig á svikum hans. Hemdin fylgdi skjótt á eftir er ég fórnaði lífi bróður míns til alföðursins. Ach du Scheiße, kann es überhaupt noch tragischer werden? Bruder wird eifersüchtig auf die Schwester, tötet Vater deshalb und Schwester tötet Bruder. Autsch. Und wenn ich das jetzt so deuten müsste, diese zwei Reiche, würde ich sagen, das ist so das Feuer, Lava und das ist so eismäßig. Ich glaube, dann wähle ich zuerst Eis, die eisige Kälte. Na gut. Und ich frage mich, wenn wir alle fünf Reiche und alle fünf Bosse gemacht haben, ob dann noch so ein letzter Boss kommt. Das weiß ich nicht, ob es dann einfach zu Ende ist. Nein, da passiert sicher noch irgendetwas passiert am Schluss. Vielleicht kommt sogar noch ein neues Level. Wir werden es herausfinden. Die neun Flüsse. Oh mein Gott, ist das eine zersplitterte Map. Elivogar, Aur, vera uppruna heimsins. Elivigar. Eisig, eisig ist das hier. Die Map ist ein bisschen unübersichtlich. Das merke ich jetzt gerade. So, von hier unten sind wir gekommen. Da kommen wir nicht weiter. Aber da oben. Hä? Was ist denn das? Ach so. Das geht ja doch. Sind das fliegende Steine? Warte kurz. Alter, wie ist die wegbasht? Können wir mit dem was machen? Ne. Aber mit dem. Und hier unten ging es auch noch irgendwo lang. Ja, es ging hier lang. In eine Sackgasse. Na gut, dann gehen wir da oben weiter, ist die einzige Möglichkeit. Links oder rechts? Das ist die Frage. Links ist irgendetwas. Autsch! Alter, mein Gott! Was muss ich machen? Was ist das für ein Ding? Das hat mir gerade ziemlich wehgetan, dieser Sturm. Meine Güte. Was ist denn das? So, wir müssen wieder den Altar finden und... Ich habe das Gefühl, diese Dinge kann man als Schutz benutzen. Heiliger Scheiß, ist das ein starker Wind. Geht's nirgends hin. Eben, die Tunsapfel und den Altar müssen wir sicher finden. Ich geh jetzt aber auch nicht weiter. Oh mein Gott. Ich brauche Schutz. Nein. Scheiße, ich mach gerade meine Deckung kaputt. Ah, ja, da oben wäre welche gewesen. Oh Mann, das ist gerade wieder ein bisschen mühsam mit dem Sturm. So, ja toll. Ist hier was? Ja, ein Sturm. Mein Gott.
bin verloren hier. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Irgendwo rechts. Wir haben uns immer rechts gehalten bis jetzt. Was ist das? Was ist das? Oh Mann. Irgend so ein Drachenstatue. Alter, ist das laut während des Sturms. Scheiße, laut ist es. Und noch, ey, was sind das für Dinge? Zeigen mir die irgendwo den Weg hin? Soll ich die denen folgen? Und weg mit euch. Tauschen uns jetzt mal hoch zum Schrein, weil der ist hier irgendwo da oben. Na komm. Sturmi, Sturmi. Ich weiß, dass du hier bist. Komm doch. Sturm? Ah, eben. Mit 500 km/h weht hier der Sturm. Und wir sind beim Schrein. Oh, bitte sag uns, sag, dass der uns auch Schutz gibt. Wieder eine neue Fähigkeit. Mir lotnast liftur hraði. Hilsi þér Freya. Gyðja stríðs og frjósemi. Ah. Das ist aber praktisch. Jetzt sind wir da ganz weit oben. Ich schätze, Ituns Apfel wird da links sein, auf der Insel unter der Rune, ganz links da. Habe ich so ein Gefühl, es wäre jedenfalls ein guter Platz für dafür. So, wir werden die Fähigkeit gleich mal ausprobieren nach dem nächsten Sturm, der jetzt kommen wird. Jetzt. Genau jetzt. Na komm schon. Ich weiß doch, dass du kommen willst, Sturm. Schau mal, ich bin nicht in Sicherheit. Komm doch, Sturm. Was ist denn jetzt los? Ist das Wetter durch den Altar, den ich berührt habe, besänftigt worden? Oh oh. Oh oh. Nein, alles gut. Sehr gut. Oh, doch nicht. Ha. So. Sobald der zu Ende ist, probieren wir die Fähigkeit aus. Und zwar jetzt. Wow. Geil. Ich hoffe, die hält eine Weile. So, ich will da noch ganz links zuerst mal. Ja, na gut, so lange hält sie nicht. Ich glaube, auf die Karte zu schauen ist ein bisschen vergebens. Ja doch, ich schätze, ich weiß, wo wir circa sind. Nein, warte. Oder doch? Scheiße. Nein! Nein, jetzt habe ich scheiße die Fähigkeit aktiviert. Ah, nicht so schlimm. So, hier kommen wir nirgends hin. Okay, da ist eine riesige Treppe. Ist die auf der Karte drauf? Nö. Wir gehen hier aber mal noch weiter nach links. Ich höre die Quelle. Hört ihr die Quelle auch? Das Plätschern? Und zwar von rechts eher. Wahrscheinlich oben an der Treppe wird der Typ sein. Wir werden das nachher gleich nachschauen. Werden wir gleich schauen. Aber erst will ich wissen, wo Ituns Apfel ist.
Seht ihr das da rechts? Das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Da will ich auch noch hin. Ah, das ist eine Höhle. Okay, wie komme ich da hin? Ah, komm, geh weg. So. Na komm. Weiß immer noch nicht, was diese Drachen zu bedeuten haben. Wow. So, jetzt habe ich gute Lust auf einen Apfel. Hirðir höfuðkúpu Ýmis, dvergurinn norðri, meistari norðanvindsins. Meister des Nordwindes, machst du die Winde? Hör auf damit. Okay, das war's. War doch nicht der Apfel. Dann wollen wir mal in die Höhle da. Die Höhle, die wir gesehen haben. Könnte da drin sein, der Apfel. Hier kommen wir nicht nach Süden. Haben die Winde jetzt aufgehört? Bitte nicht. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo die Höhle war. Ach. Ich glaube irgendwo rechts oben, oder? Och man, der Sturm ist einfach nur nervig. Nicht gefährlich, nervig. So, jetzt muss ich da irgendwie nach oben. Ja, perfekt. Da ist es, da. Nein, nach unten müssen wir. Gut. Oh, schnell. So, und weiter. Und jetzt würde ich gerne da nach oben. Da ist die Treppe, wir müssen da nach rechts. Wir sind jetzt sicher irgendwo wieder am Anfang. Verloren und verlassen. Jetzt ist es ober uns. Mann, kommen wir da überhaupt hin?